Hallo, das ist eine Feature-Videonuss. Ich bin hier gerade in der Clubschiene, wo heute Abend das Reset-Festival Nummer 3 startet. Also 8 Tage Kunst mit kulturellem Rahmenprogramm. Neben mir steht Wilko Franz, der Organisator des Ganzen, hat ein Jahr geschuftet. Und heute Abend geht's los, Wilko. Wie geht's dir? Ich freue mich, aber ich bin ziemlich hinüber. Man sieht es dir nicht an, sagen wir jetzt einfach mal. Du wirst aber auch nicht geschont von uns. Zeig uns doch schon mal, was hier an den Wänden schon zu sehen ist. Wir sind hier nämlich im Kunstbereich des Ganzen. Genau, das ist die Ausstellungshalle. Haben wir uns total darüber gefreut, dass wir diesmal neben der Clubschiene auch eine Ausstellungshalle haben. Und hier drin ist ein Modul aufgebaut, das dient als Aufhängemöglichkeit. Und so richtig gut kann man zur Ausstellung natürlich die Maike Brautmeier fragen. Die hat die nämlich kuratiert und die möchte da total gerne was zu erzählen. Ja, Maike, dann schieß mal los. Was können wir hier uns schon mal anschauen und bewundern? Also es ist eine Ausstellung zum Thema urbane Identität und integriert sind 40 Künstler aus den verschiedenen Genres. Und gezeigt werden Malereien, Fotografien, Videoinstallationen, Objekte, Skulpturen, also ist alles drin. Okay, jetzt sind ja hier schon ganz verschiedene Dinge zu sehen. Also wie du schon gesagt hast, Fotos hier, irgendwelche Techniken, die mir unbekannt sind. Und da hinten eine schwarze Sprechblase. Vielleicht können wir da mal hingehen. Und du erzählst uns ein bisschen, was denn da so zu sehen ist. Also die Arbeit hier links am Ende der Halle ist von Andreas Gärtner. Das ist Andreas Endexamensprojekt, Brain Down heißt es, und es sind verschiedene Techniken, Malereien, Radierungen, Drucke und wo er sich mit verschiedenen urbanen Themen auseinandergesetzt hat. Da steht jedes einzelne Bild für sich und ich würde einfach vorschlagen, vorbeikommen und sich alles angucken, und es gibt auch einen Beschreibungstext dazu zu allen Arbeiten und sich einfach mit den Künstlern und ihren Arbeiten selbst auseinandersetzen. Wunderbar, neben den Ausstellungen gibt es aber auch noch Partys und vieles mehr, was dann eher nebenan stattfindet. Wilko, komm doch nochmal mit und sag uns mal, was hier so heute Abend und in den nächsten Tagen los ist. Ja, also hier werden in der Clubschiene die Veranstaltungen stattfinden. Ganz buntes, gemischtes Programm. Wir haben versucht, so viele von den Highlights der Kulturszene aus Münster hier mit reinzubringen wie möglich. Sehr, sehr viel Musik. Heute Abend Singer-Songwriter-Slam, Shubanji and the Maxons, große Band, und danach eine Party. Und die kommenden Tage und Abende gibt es Science-Slam, Glam-Poetry, Slim-Films. Es gibt viele schöne Bands zu sehen, am Samstag Herrenmagazin zum Beispiel. Wir haben einen Filmabend, wo wir auch nochmal einen Auftritt vom Bersarin-Quartett haben. Das ist eine total stimmungsvolle Musik und ich freue mich sehr auf alle Programmpunkte. Ich freue mich auch auf Mittwoch, wenn ich dann vielleicht auch hoffentlich sagen kann, dass alles geklappt hat, so wie wir uns das vorstellen, weil dann wird es nämlich, glaube ich, sehr schön, und ja, und kann nur sagen, kommt vorbei. So, liebe Feature-Freunde, es gibt natürlich auch noch was zu gewinnen, nämlich 1x2 Festival-Tickets, und die Gewinnfrage dazu kommt von Wilko. Die schwierige Frage lautet: Welche Hamburger Band wird am Samstagabend unser Main Act sein? Wenn ihr es wisst, schreibt es einfach hier unten hin.